Herr Stadler. Herr Präsident, Gott sei Dank ist dieser Estrela-Bericht, den ich für skandalös halte, heute mit dem Abänderungsantrag abgelehnt worden. Ich habe daher für den Abänderungsantrag gestimmt, weil der Estrela-Bericht ein ganz infamer Versuch war, die erfolgreiche Bürgerinitiative One of Us, die dem Lebensschutz dient, mit 1,9 Millionen Unterschriften zu unterlaufen. Das ist auch zynisch gegenüber dem Bürger. Das alles noch unter Bruch der Geschäftsordnung, wie ich gestern bereits in der Wortmeldung zur Tagesordnung ausgeführt habe. Und daher wurde auch das Recht des einzelnen Abgeordneten hier verletzt, nämlich auf Abänderungsanträge. Allein der Titel ist ein Euphemismus. Es geht nicht um sexuelle und reproduktive Gesundheit. Es geht um die Tötung des ungeborenen Menschen. Und das hat nichts mit Gesundheit zu tun. Das ist nackter Zynismus. Anstatt den werdenden Müttern Hilfe anzubieten, bietet man ihnen Abtreibung an. Das ist der komplett falsche Weg. Das ist das falsche Signal. Und ich bin froh, dass es heute gelungen ist, den unglaublichen Versuch, Abtreibung als Menschenrecht darzustellen und damit das Menschenrecht auf Leben zu unterlaufen, dass das heute zurückgewiesen werden konnte. Dafür bin ich allen Kolleginnen und Kollegen, die heute gegen diesen skandalösen Bericht gestimmt haben, herzlich dankbar. Und ich bin noch einmal froh, dass auch all jene, die sich mit Gebeten diesem Anliegen angeschlossen haben, heute erfolgreich sein konnten, wenn auch knapp. Aber dennoch, es ist gelungen, diesen skandalösen Bericht dorthin zu schicken, wo er hingehört, in den Papierkorb. Danke. Gracias. Vielen Dank. Wozu bitte? Podržavam ovo izvješće, a osobito onaj dio koji govori o... Ja, vielen Dank. Dieser Bericht ist wirklich sehr wichtig, gerade auch was Sexualkunde in den Schulen angeht. Es ist sehr wichtig, Kindern gute Informationen zu geben, wie sie sich schützen können und wie sie sich auch um ihre sexuelle Gesundheit kümmern können. Und dies ist auch sehr wichtig, um Toleranz zu verbreiten. Sexualkunde ist nötig in der Schule und die Kinder können nur gewinnen. Gracias, señora Borzan. Señora... Danke, Frau Borzan. Frau Tomasi. Hvala lijepa. Ovo je važno pitanje. Puno politički i prof... Ja, danke schön. Das ist ein äußerst wichtiges Thema. Es gibt unterschiedliche politische und berufliche Herausforderungen, die angegangen werden müssen. Ich denke, hier muss man die Fakten und die Ideologie scharf voneinander trennen. Die Bekämpfung der Diskriminierung, das ist die Aufgabe eines jeden Menschen. Aber die Freiheit des einen darf nicht die Freiheit des anderen schädigen. Aber das ist inzwischen in Europa gang und gäbe. Und dieser Bericht setzt das eigentlich auch nur noch fort. Man versucht hier, diese Verweigerung aus Gewissensgründen einzuschränken. Und der Bericht fordert, dass der Staat mehr Einfluss haben sollte bei der sexuellen und reproduktiven Gesundheit bzw. bei den Rechten. Aber ich denke, das Ziel könnte man am besten erreichen, indem man einfach die Rolle des Staates streicht. Wir müssen uns auch vor Augen halten, dass eine Nulltoleranz hier angebracht wäre. Also wir sollten, denke ich, versuchen, die ideologische Indoktrination von denen finanzieren zu lassen, die das wünschen. Und der Staat hat hierbei keine Rolle zu spielen. Gracias, señora. Vielen Dank. Frau Lubcheva. Ich habe gegen diese Entschließung gestimmt, die ja mehrheitlich angenommen wurde hier im Europäischen Parlament. Es geht um den Bericht Sexuelle und reproduktive Gesundheit und Rechte, denn die Vorschläge, die in diesem Estrela-Bericht enthalten sind, sind von großem öffentlichen Interesse. Es geht aber nicht nur um Frauen, es geht ja nicht um sexuelle und reproduktive Gesundheit. Sie muss gewährleistet werden im gesamten Leben jedes menschlichen Wesens. Und im zweiten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts ist hier eine konservative Entschließung von der EVP angenommen worden. Wir müssen wirklich das Recht der Frauen respektieren und achten. Hier geht es um die sexuelle und reproduktive Gesundheit und Rechte, sexuelle Bildung, Schutz junger Mütter und Frauen, Schutz vor sexuellem Missbrauch, auch das Recht, sein eigenes Leben zu organisieren. All diese Rechte müssen aufrechterhalten werden von der gesamten Gesellschaft. Und der Estrela-Bericht hat hier wichtige, dringliche Fragen angesprochen. Bildungsfragen, Bildungsprogramme, Maßnahmen, die auch speziell gerichtet sind auf junge Mütter, die eben hier Hilfe brauchen. Es geht auch um frühe Schwangerschaften und es geht auch um den Schutz von Minderjährigen,
Gracias, señora. Vielen Dank, Frau Busic. Hvala, gospodine predsjedniče. Odlučno i uvjereno sam glasovala pro. Ja. Ich habe entschlossen gegen diesen Bericht gestimmt. Das war für uns auch sehr emotionsgeladen. Wir haben Themen diskutiert, die nicht Sache der EU sind. Gesundheit ist die Kompetenz der nationalen Mitgliedstaaten. Das müssen wir respektieren. Die Union sagt doch immer, vereint in Diversität. Also warum sollten wir einander soziale Werte aufzwingen? Insbesondere bei so heiklen Themen. Warum sollten wir unsere Zeit verschwenden dadurch, dass Themen hier diskutiert werden, die nicht auf die Tagesordnung dieses Hauses gehören? Es ist gut, dass dieser Bericht abgelehnt wurde. Danke, Herr Stoyanov. Ja, danke schön, Herr Präsident. Ich habe für die Alternativentschließung gestimmt mit der Estrela-Bericht abgelehnt wurde. Ich kann Ihnen vielleicht auch etwas Persönliches sagen. Am Ende dieses Mandats habe ich als Mitglied des Parlaments, was nicht nur die Interessen des eigenen Landes verteidigt, mich auch als Vertreter der europäischen Bürgerinnen und Bürger gefühlt und habe die europäischen Werte verteidigt. Also die Familie als Grundfeste hat ja dazu geführt, dass unser Kontinent im Bereich der Toleranz zu dem geworden ist, was er ist. Ich selbst bin also Ehegatte und auch Vater und übernehme voll und ganz die Verantwortung für die Familienplanung. Ich zwinge meine Frau nicht, Empfängnisverhütung zu betreiben und ich respektiere ihre Wünsche. Ich brauche die Richtlinie nicht, mein Kind braucht die Richtlinie nicht. Ich bringe ihr selbst bei, wie man die sexuellen Rechte einhält und achtet. Danke. Vielen Dank, Herr Stier. Gospodine predsjedniče, Europski parlament je danas poslao jednu. Vielen Dank, Herr Präsident. Das Europäische Parlament hat hier eine sehr starke Botschaft heute ausgeschickt, in dem der Estrela-Bericht abgelehnt wurde. Dieser Bericht ist zwar sehr radikal, kann aber verglichen werden mit Politik in einigen Mitgliedstaaten. Wenn man also versucht, hier etwas einem aufzuerlegen, was vielen europäischen Nationen doch fremd ist. Das Europäische Parlament hat all diese zum Schweigen gebracht, die sich hier und wurden antieuropäisch bezeichnet, die eben hier diesen Titel abschieben wollten. Aber heute ist jede Art von Radikalismus abgelehnt worden und man unterstrich das Subsidiaritätsprinzip. Jeder Mitgliedstaat kann es selber seine Rechte verwenden, um entsprechende Änderungen vorzunehmen. Für diejenigen, die eben sich nicht daran teilnehmen möchten, an diesen Maßnahmen, zum Beispiel Abtreibung in den Krankenhäusern, in staatlichen Krankenhäusern. Mitgliedstaaten können nach wie vor die Elternrechte verteidigen und können ihre Kinder so erziehen, wie sie das wollen. Und das wird ihnen nicht auferlegt von oben, von außen. Aus diesen Gründen war ich gegen den Estrela-Bericht und bin sehr erfreut darüber, dass die EVP diesen Bericht abgelehnt hat, und zwar mit einer Mehrheit. Und ich möchte nochmals das Subsidiaritätsprinzip unterstreichen. Danke. Herr Valjalo. Hvala lijepo. Želio bih nešto reći sasvim jasno. A to je da oni. Danke, ich möchte eine ganz klare Aussage treffen. Diejenigen, die den Bericht gelesen haben, und zwar vorurteilsfrei,
müssen, denke ich, doch auch einige gute Empfehlungen gefunden haben darüber, wie wir unsere Politik in Bezug auf die sexuelle und reproduktive Gesundheit und Rechte verbessern können. Und deshalb gratuliere ich auch Frau Estrela. Und dann werden zweierlei Dinge hier verbreitet, die nicht stimmen. Einmal heißt es, der Bericht achtet nicht das Subsidiaritätsprinzip. Das stimmt nicht. Im Gegenteil, hier wird eine ganz klare Botschaft an den Mitgliedstaaten ausgesendet und die Rechte der Mitgliedstaaten, ihre eigene Politik in diesem Bereich festzulegen, werden geachtet. Die andere Unwahrheit, die hier verbreitet wird, heißt, dass der Estrela-Bericht Abtreibung fördert. Doch das Gegenteil ist der Fall. Im Bericht ist ganz klar zu lesen, dass Abtreibung als Methode zur Familienplanung abgelehnt wird. Das heißt also, die Mitglieder von Familien oder beziehungsweise die Angehörigen der medizinischen Berufe haben hier die Entscheidungsfreiheit. Und eine solche Ablehnung aus Gewissensgründen sollte auch von den Mitgliedstaaten eingehalten werden. Danke, Frau Dotz. Thank you, Mr. President. Vielen Dank. Es ist sehr gut, dass die Alternativentschließung verabschiedet worden ist und der Estrela-Bericht abgelehnt worden ist, denn dieser Bericht hat dieses Haus nicht respektiert und auch nicht die Prinzipien der Subsidiarität. Aber leider gab es vor allem gegenüber dem ungeborenen Kind keinen Respekt. Abtreibung wird als Menschenrecht dargestellt. Wie ist es denn mit dem Recht des Lebens auf Leben des ungeborenen Kindes? Das muss geschützt werden. Und ich bedauere, dass die im Gesundheitsdienst arbeiten sollten, nicht aus Gewissensgründen Abtreibungen sollten ablehnen können. Die dadurch gegen ihren Glauben verstoßen müssten, haben damit ja kein Recht auf Religionsfreiheit mehr. Das muss einfach den Mitgliedstaaten überlassen bleiben. Sie müssen es entscheiden. Die große Mehrheit meines Wahlkreises möchte nicht, dass Frau Estrela über die Politik bei uns bestimmt. Frau Schwicker. Najprije želim zahvaliti dragoj kolegici Mariji Gabriel. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich möchte Maria Gabriel danken, die hier sehr klug war bei diesem Bericht und uns geholfen hat, dabei diesen Bericht abzulehnen. Wenn dieser Bericht nicht verbindlich ist, dann weiß ich gar nicht, was eigentlich der Zweck und Sinn dieses Berichtes war. Aber es ist ja heute klar und deutlich geworden, in der demokratischen Art und Weise, die wir hier haben im Europäischen Parlament, der Bericht wurde abgelehnt. Der Estrela-Bericht ist sehr extrem. Hier ging es um die sexuelle und reproduktive Gesundheit und Rechte. Es gab einige Punkte, mit denen ich mich nie einigen könnte. Zum Beispiel hier das Recht auf Abtreibung als ein Menschenrecht zu erklären. Das ist doch genau etwas, was gegen das Menschenrecht spricht, nämlich das Recht auf Leben. Und Abtreibung, das sollte nie in der Zuständigkeit der gesamten Europäischen Union sein, sondern das ist wirklich Aufgabe der einzelnen Mitgliedstaaten, über die Gesetzgebung dann entsprechend die Vorkehrungen zu treffen. Heute konnten wir wirklich auch den Beweis erbringen, dass Subsidiarität äußerst wichtig ist und Gesundheit und reproduktive Gesundheit und sexuell, das ist nicht etwas, was hier auf der Europäischen Unionsebene gelöst werden soll. Und hier die Elternrechte zu begrenzen auf diese Art und Weise, das ist ja auch etwas, was gegen die Stabilität der Familien wirken würde. Und ich bin wirklich dafür, dass der Bericht wirklich abgelehnt werden sollte. Herr Murphy. Dankeschön, Herr Präsident. In den letzten Wochen wurden die Abgeordneten tatsächlich Opfer von Lobbyarbeit von unterschiedlichen Abtreibungsgegnern. Blitzkrieg habe ich vor einigen Wochen gelesen gegen die Kultur des Lebens. Heute Morgen habe ich einen Brief bekommen, da haben wir einen Schnuller drin und ein Kondom. Das heißt also, das hieß, man wollte hier praktisch Kleinkinder zwingen, empfängnisverhütende Maßnahmen zu ergreifen. Also das war wohl der Hintergrund der ganzen Sache. Aber ich denke, heute gab es einen Sieg hier im Parlament mit der Ablehnung dieses Berichtes. Die Mehrheit des Parlaments hat immer noch
Probleme und lebt im dunklen Mittelalter, im Macho-Zeitalter. Auch, das hat man auch gesehen, nach dem, was nach der Abstimmung geschah gegenüber Frau Estrela. Also ich denke, vielleicht hätte eine Stimme hier gewonnen werden können. Aber wir werden trotzdem die Massen mobilisieren, werden die Rechte auf sexuelle Aufklärung und auf die Abtreibungsrechte unterstützen. Dankeschön. Frau Bilbao, bitte. Gracias, Presidente. He votado. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich habe gegen diese Entschließung gestimmt. Ich unterstütze den Estrela-Bericht. Es geht aber hier auch um die Werte der Europäischen Union. Wir sprechen von den Grundrechten, persönliche Freiheit, Gesundheit, aber auch Gleichheit zwischen Männern und Frauen. Diese Rechte sind in der gesamten Europäischen Union gewährleistet und sind Grundbasis, auch Grundfundament für Gesundheit und für entsprechende ja, sexuelle, reproduktive Gesundheit. Und wir wollen eben nicht Genitalverstümmelung, wir wollen eben anders auch verhindern. Und es ist eine ein Grundrecht für die Grundfreiheit der Frauen. Der Machismus muss hier bekämpft werden. Es geht hier um die Bekämpfung der Armut und wir wollen ein würdiges Leben für alle Menschen. Es ist wirklich schade, das, was passiert ist. Und ich habe wirklich ständig weit daran gedacht, dass dieses kleine Geschenk hier eine doch absurde Botschaft hier übermittelt. Es geht ja nicht darum, dass hier die Kindheit abgelehnt wird oder die Mutterschaft hier ja, verdammt wird. Es geht hier darum, dass die entsprechenden Institutionen zusammenarbeiten müssen, um eben diese Arbeitslinie weiterzuführen. Vielen Dank. Herr Tannock. Vielen Dank, Herr Tannock. Herr Präsident, die Emotionen, die es heute gab beim der Abstimmung zum Bericht, haben viele Dinge klar gezeigt. Gott sei Dank haben wir den Bericht zurückgewiesen. Er ist nämlich gegen das Motto der EU, Einheit in Diversität, sprich Respekt der Subsidiarität und insbesondere Respekt der moralischen Werte von Personen in ihren Ländern, insbesondere Gewissensfragen, was Abtreibungsfragen angeht und das Recht, sich zu weigern, eine Abtreibung vorzunehmen. Ich als Arzt finde das sehr, sehr wichtig. Ich finde es ist leider so gewesen, dass dieser Bericht all das nicht respektiert hat und dass die alternative Entschließung den Sieg davon getragen hat. Der Estrela-Bericht ist ja von ganz zurückgewiesen worden. Dieses EU-Diktat ist nicht die richtige Art und Weise, Dinge zu ändern, wo es sich um moral-religiösen Überzeugungen und Werte dreht. Das ist keine EU-Kompetenz. Danke. Herr Mikulasik. Heute ist ein großer Tag im Europäischen Parlament. Die Abstimmung über den Bericht Estrela, das war ein großer Sieg. Wir, die hier im Europäischen Parlament die Ehe, die Rechte der Familie, der Eltern auf Erziehung, wir sind gegen die Genderideologie im Gesundheitswesen und wir konnten siegen über die linksorientierte Ideologie. Heute hat hat der gesunde Verstand gesiegt. Die EVP haben gezeigt oder dafür gestimmt, dass die Kinderrechte, die Erziehung, die Elternrechte, dass die Gesundheit ausschließlich in der Kompetenz der Mitgliedstaaten sind. Und das ist, meine Damen und Herren, eine sehr gute Nachricht für würdige Menschen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Gracias. Vielen Dank. Und das letzte Wort hat Frau Sousa. Obrigado, Präsident. Ja, vielen Dank. Die Rechte hier im Parlament hat uns einen richtigen Horrorfilm präsentiert. 2013 ist es so, dass die fanatische Hälfte dieses Parlaments nicht meint, dass die Rechte der Frauen Menschenrechte sind. Und es gibt so viele internationale Konventionen, die sie doch immer verteidigen wollen, wo sie aber sich nur die Paragraphen raussuchen, die sie interessieren. Die konservative Mehrheit hat hier schamlos ihre Überzeugung dargestellt, dass Frauen nicht menschliche Wesen sind, die selber mit ihrem eigenen Kopf denken können. Mit jedem Tag ist es so, dass es
dass Rechte, die wir jahrzehntelang erobert haben, wieder in Frage gestellt werden. Der Estrela-Bericht hat doch niemanden zu irgendetwas verpflichtet. Es gab viele Wahlmöglichkeiten und heute sind wir ins 19. Jahrhundert zurückgekehrt, hier in diesem Haus. Aber auf lange Sicht wird es auf jeden Fall keine Haltung sein, die sich halten kann. Vielen Dank. Jetzt darf ich bis 3 die Sitzung aussetzen.